Okay. 1, 2. Rauf oder runter? Okay, 1, 2, 3. Hey! Ja, das ist eine Videoantwort für Sandy Makes Sense. Ja, also Sandy haben wir in London kennengelernt, als wir für Next Up in London waren. Da gab es dann so eine Aftershow-Party für so ein Fantreffen. Und da haben wir die Sandy kennengelernt. Sandy kommt aus Deutschland, wohnt aber in England und hat einen eigenen YouTube-Kanal, auf dem sie Gewohnheiten und Bräuche der Deutschen und der Engländer miteinander vergleicht. Ja, und neulich haben wir ein Video von ihr gesehen, also wo sie so einen komischen Brotaufstrich probiert und vorstellt, den es bei uns gar nicht gibt, sondern nur in England. Und da dachte ich mir, hey, das wollen wir mal probieren. Und dann haben wir ihr gesagt, dass Dan das gerne probieren möchte. Und da hat sie gesagt, okay, ich schicke euch das, wenn ihr eine Videoantwort macht. Und das hier ist das Marmite. Und hier sind die Toasts. Die isst man auf Toast und die Kids sind verrückt danach. Ja, ich bin, mal gespannt. Ich auch. Also es soll ja beim ersten Mal total scheiße schmecken, hat sie gesagt. Wir haben es vorher alle noch nicht probiert. Jeder nimmt sich jetzt ein Stück. Okay, ich bin mal gespannt. So. Puh. Oha. Ist das heftig? Was ist das für ein Teufelszeug? Wow, habt ihr auch die? Das ist auch hier so. Geiler Scheiß, darf ich das behalten? Oder schmeckt? Oh, nee, nee, nee. Leider nein, aus. Nee, das ist nicht witzig, ey. So, warum ist das nicht witzig? Nee, ich will wissen, wie der Hund reagiert. Ja, aber die darf doch... Warum darf sie das nicht? Das ist Toast und Marmite. Ja, weißt du, was Marmite ist? Nein, ich weiß auch nicht mal, was Marmite ist. Also erst dachte ich Maggi. Ja, aber viel, das schmeckt voll nach Glutamat. Aha. Ist auch ein bisschen bitter, meine ich. Also auf der Verpackung ist eine Blume. Ich meine, ich hätte mal irgendwie Medizin gehabt. Sehr salzig. Soll ich jetzt nochmal reinbeißen? Nee, ich will auch nicht nochmal reinbeißen. Lars hat es gleich aufgegessen. Es ist salzig, definitiv, und es ist sehr intensiv. Ich muss sagen, es hat auf jeden Fall was an. Naja, wie dem auch sei, ihr könnt euch ja mal den Kanal von der Sandy angucken. Also, die macht sehr viel in Englisch. Also, wenn ihr Bock drauf habt. Ja, erst eine Cox Zero, ich brauche aber das ist ganz gut. Cool. Okay, das war mal was anderes. Bis dann. Oh, dieser Geschmack. Naja, ich muss sagen, mit Käse schmeckt es auch nicht so schlecht.